Guten Tag und willkommen zurück zum New Super Mario Bros. U Deluxe. Wir sind schon in Part 7 und beginnen mit dem One-Up-Haus. In der Eiswelt. Ja, okay, hier hat sich leider nichts verändert. Ich dachte, es würde wieder ein anderes One-Up-Haus geben, aber anscheinend ist dem nicht so. Bisschen schade, aber ich muss sagen, mir gefällt das One-Up-Haus auch mittlerweile. Weil es manchmal... Also ist eigentlich, wenn man sich ein bisschen anstrengt, ganz leicht, diese Dinger hier zu sammeln. Aber manchmal können die Bowser-Zeichen auch sehr gemein fliegen. Und so muss man immer ein bisschen aufpassen, dass man die Dinger nicht einsammelt. Sondern nur die One-Ups. Und wir sind mit 6 One-Ups hier rausgegangen. Das ist eine gute Quote, würde ich sagen. Und es geht, denke ich mal, direkt mit Bonus-Content weiter. Denn wir machen erstmal den Pin-Cool-Fight. Den zweiten. Gut, es sei jetzt aber auch kein... Dumm. Einfach nur dumm. Ist jetzt kein Akt. Wollte ich sagen. Bis ich dann... komplett dumm. Aber wirklich richtig dumm. In den Pin-Cool reingesprungen bin. Aber naja. Was soll's. Auch vollkommen egal. Ich meine, können wir uns eigentlich auch hier mal was aus dem Inventar rausgönnen? Ja, warum nicht direkt die beiden Items, die wir bekommen haben? Ich meine, wir kriegen sowieso am laufenden Band hier Powersterne. Also benutzen wir die doch einfach mal. Und es geht weiter mit Level 4. Wagenlift, Wagnis. Gibt es da diese komischen Räder oder was genau ist hier los? Nein. Oh nein. Also ehrlich gesagt wollte ich die Blume nicht einsammeln. Hier. Okay, anscheinend darf man dann nicht ganz runterspringen. Ach, scheiße. Gibt's eine Ranke? Nö. Ach, wie geil. Ein Eichelsuit. Alles klar, dann können wir ja nochmal nachschauen, was hier ist. Und hier ist ein One-Up. Wow. Das... Und wegen diesem One-Up wollte ich mich fast umbringen. Nice. Ja, well played, Nintendo. Hab da wieder ganz toll hinbekommen. Aber das hier ist jetzt hoffentlich die erste Starcoin. Und so ist es, die erste Starcoin. Nice. Dann haben wir nichts verpasst. Hier direkt die zweite. Anscheinend bauen die Starcoins einfach nur darauf auf, dass man... den Eichelsuit hat. Weil was auch immer. Keine Ahnung. Bisschen leicht die ganzen Dinger. Aber na gut. Können wir nichts dran ändern. Okay, hier ein bisschen warten. Und wegen diesen paar Münzen soll man sich da in Lebensgefahr begeben. Was ist das für ein komischer Level? Die Secrets sind zu lappig. Die Starcoins sind zu einfach versteckt, beziehungsweise noch nicht mal versteckt, sondern einfach auf dem Weg. Und so leicht einsammelbar wie noch nie. Ah, jetzt wollte ich hier es ein bisschen schwieriger machen, die Starcoin einzusammeln.
Oder was auch immer da oben ist. Wahrscheinlich eine Starcoin. Ja. Dann habe ich es mir fast verkackt. Aber, naja. Ich habe es ja geschafft. Also alles gut. Okay, hier gibt es jetzt aber wenigstens mal anspruchsvolle rote Münzen. Und dafür gibt es eine Eisblume. Schade, ich hatte eigentlich wieder auf einen Eichelsuit gehofft. Aber der Zug ist abgefahren, denke ich. Nachdem ich da so blöd die Eichelsuit verloren habe. Hallo. Schieß halt. Dann nehme ich halt den hier. Zack. Nice. Das war auch schon ein Level. Und hier oben geht es einfach gar nicht weiter. Da ist nur dieser, naja, dieser Abschnitt halt, wo man hochgehen kann. Und sonst geht's da straight weiter zum Bohu-Haus. Aber wir machen natürlich erstmal Level 5. Eisgezapftis. Okay, ich... Kommt das irgendwie aus dem Bayerischen oder so? Muss ja sein. Und das Ding hat mich fast eiskalt erwischt. Versteht er? Eiskalt wegen Eiszapfen und... Ja, okay. Ganz witzig. Ja, ich denke, der Quatsch kommt aus dem Bayerischen. Da kenne ich mich jetzt nicht so aus. Ich komme aus einer ganz anderen Region. Also von daher werdet ihr mir wohl nachsehen können, dass ich jetzt nicht weiß, woher das kommt. Alles klar. Und da hat mich der unsichtbare Block fast gekillt. Boah, gerade noch so gesehen. Holy shit. Ja, zum Glück habe ich mir die Feuerblume hier als Backup aufgespart. Jetzt gibt's einen Red Coin Run. Schön. Alles klar, nice. Gefällt mir. Nur ich hoffe, wir haben jetzt keine... Starcoin übersprungen. Nö, sieht aber nicht so aus. Sonst wüsste ich nicht, wo da eine Starcoin versteckt sein soll. Ah. Okay, den dürfen wir anscheinend noch nicht killen. So, jetzt aber. Ich dachte schon, der hätte mir jetzt das Item weggenommen und würde mir die Starcoin verweigern, aber nö. Alles gut. Ist auch die zweite Starcoin. Weiter geht's. Na gut, hier gibt es kein Power-Up. Also volle Kraft voraus. Ja, okay, da ist jetzt so ein kleines Secret wieder gewesen. Ist jetzt nichts Krasses. Paar Münzen halt. Aber ich nehme mit, was ich kriegen kann. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass ich... Ja, genau sowas habe ich mir nämlich schon gedacht. Dass diesen lamen Trick nochmal machen. Ich mich hier beeilen muss. Ich würde aber ganz gern was ausprobieren.
Oh. Einen Moment. Ja, man wird da aber hochkommen, ne? Ja, man wird hier hochkommen. Also selbst wenn man das verpasst, gar kein Problem. Ja, nice. Dann würde ich sagen, kriegen wir auf jeden Fall noch das Toadhaus mit rein. Und ich denke sogar auch das Geisterhaus. Sollte locker möglich sein. Ja, okay. Und diesmal versuchen wir, 2 Kronen zu erwischen. Was, denke ich, auch ganz gut geklappt hat. Ja. Na, nice. Auch wenn uns die Kronen natürlich jetzt nichts bringen, aber wenn wir dann mit Toadette spielen, dann werde ich die auf jeden Fall sehr aktiv einsetzen. Ist klar. Aber jetzt geht's erstmal weiter mit Pi-Schalter. Paradies. Ja, ob das so ein Paradies wird, weiß ich jetzt nicht. Ach cool, es ist sogar so ein... Okay. Oh, nice. Es ist sogar so ein Hin- und Her-Scroller, was man auch noch nicht wirklich gesehen hat. In einem Boho-Haus. Gibt's hier oben was? Oder warum? Nö. Hier oben gibt's anscheinend nichts. Weil die Münzen noch so komisch hochgeführt haben. Aber naja, da gibt's nichts. Also gehen wir weiter. Okay, soll mir der Pfeil irgendwie was sagen? Ich denke mal nicht. Geht's in beide Türen rein? Ich weiß es jetzt nicht. Ich gehe erstmal in diese rein. Ich weiß nicht, ob das ein Fehler war. Nö, scheint Bonus zu sein. Alles klar. Und tatsächlich auch ein richtig fetter Bonus. Ja, es hat sich doch mal gelohnt. Das ist auch so ein Münzbonus-Raum nach meinem Geschmack. Aber Moment mal. Nee, nee, nee. Jetzt schaue ich aber nochmal vernünftig hier nach. Aber ich glaube, wenn es hier noch irgendwas anderes gegeben hat, kriegt man das nur, während der Pi-Schalter noch aktiviert ist. Also von daher. Können wir auch weitergehen. Ja. Weiter geht's. Da unten könnte man theoretisch auch mit der Plattform hin. Ist da vielleicht sogar was? Ah ja, sieh mal einer an. Ich würde sagen, wir gehen erstmal hier rein. Sich das eher nach Bonus anfühlt.
Ah ja, okay. Ah. Boah, wenn man... Moment mal. Also ich kann mir echt gut vorstellen, dass wenn man schnell genug ist... Ah Gott. Kriege ich den Pilz jetzt noch? Nee, ne? So ein Bullshit. Ich lock die Viecher erstmal hier rüber. Gehen wir nämlich hart auf den Zeiger. Ja, das dachte ich mir schon. Oh nee. Also, für Mopsy habe ich gerade echt keine Zeit. Den können wir gerne im nächsten Part machen. Aber jetzt gönne ich mir erstmal das Eichel-Suit und... Wir schauen nochmal, was da mit dem Dingen auf sich hat, weil ich kann mir echt gut vorstellen, dass wenn man da mega schnell ist, dass es da den Secret Exit gibt. Boah, ich hoffe aber, gibt es dann auch wirklich Secret Exit oder Starcoin oder so? Und nicht, dass es dann da wieder irgendeinen Münzbonus gibt, wie im letzten Level. War es im letzten Level? Ich weiß es nicht, aber das ist eine komische Level, wo ich mich drüber aufgeregt habe, dass es da nichts Vernünftiges gibt. So. Hier wissen wir. Hier können wir einfach her. Alles klar. Okay, hier gibt es wirklich was. Aber... Was genau? Okay. Hier scheint das Scrolling immer weiter zu gehen. Und tatsächlich auch nicht mehr umzukehren. Das ist die dritte Starcoin. Und leider eine verpasst. Aber dann scheint das hier der Secret Exit zu sein, oder? Bitte? Jawohl, wir haben den Secret Exit gefunden. Nice. Alles klar. Ja, dann denke ich, ist die zweite Starcoin auf dem normalen Weg. Wie lang ist der denn jetzt schon wieder? Ah ja, noch nicht mal so lang. Das geht ja noch.
Ja, nice. Das war ein schöner Part. Ich bedanke mich erstmal fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.